If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like, ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just, ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zu einem spontanen Stallgeflüster um 1:30 nachts. Das Stallgeflüster beschäftigt sich heute mit dem Post auf der Instagram Star Stable Online Seite. Ich habe ihn gesehen, als ich im Stall losgefahren bin, und es war erstmal so, kommt jetzt endlich das, worauf wir lange gewartet haben. Denn es scheint ganz, ganz klar so, ich zeige es euch jetzt gerade mit der Facecam. Übrigens, ich werde wahrscheinlich total bescheuert aussehen, weil ich meine Haare heute habe an der Luft trocknen lassen. Aber whatever. Das ist mir heute irgendwie total wurscht. Ich hatte Bock, mit Facecam aufzunehmen. Ich hatte keinen Bock, mich noch zurechtzumachen. Ja. So viel dazu. Das hier postete Star Stable heute auf der Instagram-Seite. Mit dem Hashtag GoWild haben geschrieben, we've heard that this Wednesday is gonna be wild. Mit anderen Worten oder deutschen Worten, wir haben gehört, dass dieser Mittwoch, dass es diesen Mittwoch wild wird. Und sie hatten auch noch was darunter geschrieben als Antwortkommentare von wegen vielen Dank und so weiter und so fort. Es macht uns glücklich zu wissen, dass unsere Star-Familie Star Family ist happy, ist glücklich. Und die haben ja auch schon, haben auch geschrieben auf Kommentare, dass sich einfach ja extrem viele das schon lange, mein Kabel wollte ich nicht runterschmeißen, dass sich das extrem viele schon lange gewünscht haben. Und mit diesen vielen Hinweisen vermute ich, dass es dann ab diesem Mittwoch tatsächlich endlich möglich sein wird, den Reiter auszublenden und mit seinem Pferd als Wildpferd zu spielen. Das war bis dato nur möglich mit verschiedenen Bugs, dass entweder der Reiter im Boden steckte oder man eben die Pants-Dateien aus den Spieldateien gelöscht hat, nachdem man den Launcher schon gestartet hatte. Ich glaube, es leckt schon wieder, das gibt's doch nicht. Ich hoffe, das fixen sie auch. Ich habe das Problem nur mit Star Stable. Und auch erst seit diesem Mittwoch, dass die Aufnahmen laggen, aber das Spiel nicht. Mysteriös. Ja, das war ja bislang nur möglich, dass man alle Reiter nicht gesehen hat, indem man eben die Pants-Dateien gelöscht hat. Ich hoffe, dass es dann nicht so ist wie der Helm, dass nur man selber sich nicht mehr sieht. Oder dass man nur sich selber nicht sieht und alle anderen noch sieht, weil dann wäre es auch irgendwie ziemlich sinnlos. Ich hoffe, dass es so sein wird, dass man alle nicht mehr sieht. Ich denke aber schon, dass es so sein wird, da man ja auf dem Video, ich glaube, 3 Pferde gesehen hat ohne Reiter. Ich meine, weiter hinten wäre noch ein Pferd gewesen und natürlich auch den Lipizzaner hat man gesehen und einen der neuen Araber-Pintos, die jetzt gekommen sind. Und von daher denke ich, dass man tatsächlich alle Reiter ausblenden kann. Das ist natürlich enorm praktisch, weil man dann nicht mehr irgendwie irgendeinen Umweg gehen muss über Daten löschen. Man hat definitiv einen zu 100% legalen Weg, das zu nutzen, weil es war ja immer noch so ein bisschen tricky. Manche GMs haben gesagt, es ist der einzige Bug oder das einzige Verändern der Daten, was wir tolerieren. Manche haben gesagt, nee, ist nicht. Und irgendwie gab es da ziemlich widersprüchliche Aussagen. Von daher können wir jetzt wirklich happy sein, dass wir das nicht mehr brauchen. Ich meine, diejenigen, die Musikvideos machen, diejenigen, die Meeparts machen, die werden das definitiv zu schätzen wissen. Oh, eine neue Höchstleistung. Hoho. Und ich persönlich weiß es auch zu schätzen. Ihr wisst, die 600. Folge steht noch an. Und wenn jetzt diese Woche rum ist, wird es bei mir auch wieder ein kleines bisschen ruhiger, dass ich mich eben auch mal damit beschäftigen kann. Und auch ich brauche definitiv diese Einstellung fürs Vorstellen meiner Pferde. Und ich freue mich da unheimlich drauf, dass ich euch das dann jetzt so präsentieren kann. Ist vielleicht auch ganz interessant, wenn man ein neues Pferd kauft, wenn man sich das auch mal ohne Reiter anschauen möchte. Vielleicht auch eine ganz coole Sache. Wie gesagt, ich hoffe, die Aufnahme leckt jetzt nicht zu sehr. Ich habe echt gerade richtig Schiss.
Das ist echt blöd. Ansonsten muss ich mir da irgendwas mit einfallen lassen. Nein, also für mich gibt das definitiv einen riesen Daumen nach oben. Es gibt zwar natürlich dadurch keine inhaltlichen Updates. Das heißt, wir haben keine neuen Aufgaben. Wir haben deswegen jetzt nicht mehr zu tun oder sowas. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht kommt ja doch noch irgendeine Kleinigkeit dazu. Das wissen wir ja nicht. Aber ich finde es einfach awesome, dass sie damit einfach auf einen Wunsch eingegangen sind der Community, der schon ewig, ewig lange besteht. Wie gesagt, gerade bei den Leuten eben auch die Musikvideos mit Pferden machen, die gerne mal komplette Wildpferdeherden haben wollen oder ja, einfach ihr Pferd alleine das Gelände durchstreifen wollen oder so Liebesgeschichten mit Pferden nachstellen wollen. Da gibt es ja auch durchaus einiges. Und ich glaube wirklich, die ganzen Leute, die dürfen jetzt wirklich richtig aufjubeln. Ich nutze es nicht oft und ich finde es trotzdem richtig awesome. Weil es ist halt auch mal was anderes. Und ich kündige jetzt schon mal an, dass sollte das wirklich sich bewahrheiten und das, was wir eigentlich alle vermuten, stimmt wirklich, dass man das dann über einen Button machen kann, dass man quasi in den Wildpferdemodus wechselt, dann würde ich gerne für kommenden Sonntag jetzt schon mal das große Wildpferdeleveln ankündigen, dass wir alle mit Wildpferden unterwegs sind. Wie geil wäre denn das bitte? Hey, unsere Pferde leveln sich freiwillig, ohne das Zutun unseres Reiters. Ja, also das will ich dann auf jeden Fall gerne am Sonntag machen. Und ich finde es einfach mega cool. Ich habe mich extrem gefreut, als ich das gesehen hatte. Ich wollte, wie gesagt, als ich aus dem Stall losgefahren bin, eigentlich gerne ein Bild von Cash posten. Und dann ist mir aufgefallen, oh, verdammt. Du hast gar kein Bild von Cash gemacht. Was willst du denn dann posten? Ja, und dann sah ich aber diesen Post von Star Stable und ein breites Grinsen breitete sich in meinem Gesicht aus. So ein richtig schön dümmliches, breites Grinsen. Ich finde es klasse. Das zeigt auch mal wieder, dass Star Stable schon zumindest auf manche Wünsche eingeht. Auch nicht auf alle, aber auf manche schon. Und ich freue mich da wirklich unheimlich drüber. Ich freue mich extrem darüber, dass das dann reinkommt. Ich bin aber echt gespannt, wie das dann abläuft. Ist das dann ein Button? Schwerenhöchst? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich meine, ich will mich auch nicht beschweren, ne? Nein, also wie gesagt, ich würde mich da unheimlich drüber freuen. Und denke mal, dass es dann vielleicht wirklich so einen Button gibt, die Reiter ausblenden oder sowas. Reiter ausblenden, sowas wie man auch den Stern jetzt schon ausblenden kann als Star Rider. Wobei das ja auch nur für sich selber geht, genauso wie man auch den Helm nur für sich selber ausblenden kann. Und das wird mit Sicherheit auch bei den anderen genauso sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so ist, dass man generell, wenn man einen Reiter ausblendet, dass man dann alle Reiter ausblendet. Aber ich denke, dass wenn man sich selber ausblendet, werden die anderen Leute, die das gerade nicht machen, werden einen mit Sicherheit nach wie vor sehen. Alles andere wäre ja, glaube ich, auch eigentlich recht komisch, ne? Das, wenn man jetzt anderen aufdrängen und aufs Auge drücken würde, nein, mein Pferd läuft jetzt ohne Reiter hier lang. Warum? Weil es das kann. Also das wäre dann auch irgendwie komisch. Also ich denke mal, dass man das nur wirklich für sich selber macht. Aber das ist ja egal. Wenn man das gerade selber möchte, dann ist es mir ja wurscht, was die anderen dann sehen. Ob ich nur mit Pferd und mit Reiter unterwegs bin oder ohne, das ist mir ja in dem Fall eigentlich dann total Wumpe. Von daher würde ich sagen, warten wir mal ab. Ich bin auch gespannt, ob das das Einzige bleibt. Ich weiß nicht, was für ein großer programmiertechnischer Aufwand das ist. Das kann ich nicht einschätzen. Lassen wir uns mal überraschen, ob vielleicht noch neue Klamotten kommen oder sowas. Noch eine Höchstleistung. Boah. Also ich würde sagen, da lassen wir uns einfach mal überraschen und schauen mal. Jetzt mache ich das letzte Rennen auch noch und ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel zu erzählen, aber ich dachte, ich quatsch mal drüber, weil ich persönlich fand einfach, dass da drüber Redebedarf, verstanden, Redebedarf klingt so ernst. Nein, ich dachte mir, darüber muss ich berichten, weil ich es einfach sehr cool finde und ich bin mir auch sicher, dass einige von euch bestimmt kein Instagram haben oder kein Facebook haben. Und vielleicht nur auf YouTube schauen und ja, ich wollte einfach die Informationen weitergeben quasi. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt,
was uns dann oder wie uns das Ganze erwarten wird. Und ich bin happy. Ich freue mich drüber. Ich freue mich echt drüber. Das ist echt cool, weil manchmal geht einem der Reiter auf die Nuss. Dann will man den eigentlich gar nicht sehen. Man hat ja gar keinen Bock, die ganze Zeit den Hintern vor sich wippen zu sehen. Man möchte nur shake that ass for me. Man möchte dann einfach nur das Pferd sehen. Und ja, ich find's cool. Wie gesagt, dann könnt ihr auch gerne mal ab und an wirklich so Wildpferde-Level-Ritte machen oder sowas. Das so ein bisschen abwechseln. Apropos Level-Ritte, ja, ich level immer noch Mello seit gefühlten 3 Jahren. Aber sie ist jetzt ganz knapp vor Level 15. Und wenn sie Level 15 erreicht, dann könnt ihr wieder eure Meinung dazu abgeben, ja, welche Pferde ich dann leveln soll. Dann werde ich euch wieder welche vorschlagen. Das werden dann eher so winterliche Rassen sein, sag ich mal. Und jo. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, für heute war's das. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Hackt kräftig in die Tasten oder auf den Screen von eurem Handy oder vom Tablet oder von was auch immer. Ich bin gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Und morgen ist es ja dann schon soweit. Also dann danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!